Ja, ich freue mich auf einen bunten und kämpferischen 1. Mai in Winterthur, in Zürich und in Altdorf. Also der 1. Mai ist der Tag der Arbeit und wir feiern die Arbeit. Wir feiern die Arbeit nicht ohne Grund, denn Arbeit bezahlt oder unbezahlt, abhängig oder selbstständig, körperlich oder geistig, Arbeit macht uns Menschen aus. Und jetzt rufen wir gemeinsam mit Dutzenden von Organisationen zum Frauenstreik auf. Am 14. Juni ist es soweit. Am 14. Juni finden landesweit Aktionen und Streiks statt. Wir fordern Respekt, mehr Lohn, mehr Zeit. Wir verlangen Gerechtigkeit, aber subito. Schluss mit dem Skandal der Lohndiskriminierung der Frauen. Schluss mit den Tieflöhnen in sogenannten Frauenberufen. Unsere Geduld ist am Ende. Es geht dabei um die grundsätzliche Frage, wie wir zusammenleben und wie wir zusammenarbeiten. Es geht darum, wie die Arbeit verteilt wird. Es geht darum, dass Männer gleich viel Care-Arbeit übernehmen. Es geht um unser Recht, unsere Arbeitszeiten selbst zu gestalten. Wenn wir die Rechte der Frauen durchsetzen, dann profitiert die gesamte Gesellschaft davon. Unsere klare Haltung Nein zu diesem Rahmenabkommen ist nicht eine Haltung Nein zu Europa oder ein Nein zur Personenfreizügigkeit. Im Gegenteil, wir sind überzeugt, dass wenn wir in Zukunft ein geregeltes Verhältnis mit der EU weiterführen wollen, und das müssen wir, wir sind mitten in Europa, es ist klar, da geht kein Weg darum herum, aber wenn wir das wollen, dann dürfen wir den Lohnschutz nicht durchlöchern. Das ist unsere Haltung. Wir wehren Angriff ab, Angriff auf die Rente, auf Prämienverbilligungen, aufs Arbeitsgesetz, Angriff auf Personenfreizügigkeit und auf den Lohnschutz. Und wir kämpfen für die Rechte von allen Arbeitnehmenden, unabhängig von ihrer Herkunft und von ihrem Geschlecht. Der nächste Termin ist der 14. Juni. Ich hoffe, ihr seid dabei.